Ja gut, gut aber, dass der da reingeht, ne? Wie wollen wir das machen unentdeckt? Die ganze Stadt ist ja voll mit Gegnern. Ja. Es ist zumindest auch nicht weit. Man könnte hinlaufen und nicht fahren. Ja. Also ich versuchte mal zum Laufen. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Nee, aber visier den mal an, du Sack. Wo ist er denn jetzt da? Ich sehe einen Kerl, der wie der Assistent von Achidos Agent aussieht. Mann, dieser doofe Husten. Bei seinem Boss der Alarm an. Gute alte Beschattung. Beobachten wir, was er tut und wen er trifft. Bleibt außer Sicht. Sieht er uns, haben wir nichts. Markiere ein Tango, Einheimische in der Nähe. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Steht er da vorne auf dem Parkplatz? Was macht der? Oh. Fahr doch weg. Okay. Hat er ein Motorrad genommen? Ne. Ne. Doch. Da. Ah. Scheiße, scheiße. Was wird das jetzt? Ach. Du oder ich? Hast du wieder gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ich wurde gesehen. Sieben Folgen später. Der Typ ist leicht doof. Das müssen wir, glaube ich, nachschneiden. Ja, das stimmt. Damit es nicht nochmal versagemäßig aussieht. Ich lass uns Zeitraffer reinhauen. Ja, genau. Ja, ich mach so einen Zeitraffer rein. Bringt es was, wenn du ihn erkennst und ich gehe schon zu der Stadt so ein bisschen runter? Probier einfach mal aus. Ja, du, dann läuf du mal dahin und ich gehe mal zu der Stadt schon mal. Jo. Wenn das klappt, das wäre der Wahnsinn. Ja, jetzt ja. Die Kondition. Ja, Tatsache. Also ein... Schnappen wir ihn, geht bei seinem Boss der Alarm an. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Beobachten wir, was er tut, wenn er trifft. Bleibt außer Sicht. Sieht er uns, haben wir nichts. Nein, der Güte ist der schnell. So, dann düsen wir mal hier rüber. Einer mit Maschinenpistolen. Ja, ja. Wenn ich den umniete, habe ich halt einen Vorteil. Ist er schon in sein Auto eingestiegen? Und da sind wir noch in seinem Zimmer. Er läuft jetzt endlich mal in Richtung Auto. Hoffentlich nimmt er kein Motorrad. So. So, jetzt ist der Pisser weg. Hockt er endlich in seinem Auto? Aber der fährt jetzt nicht los, oder? Ich habe keine Ahnung. Das buggt halt gerade ein bisschen, oder? Ich habe da das Gefühl, wenn ich jetzt... Das ist allein so doof. Wenn du ein bisschen näher zu ihm hingehst oder so? Nö, ne? Ich stehe gerade vor seinem Auto, also keine Ahnung, was er jetzt für ein Problem hat. Okay, ich komm mal. Ich stehe jetzt in seinem Raum und er geht nicht in sein Auto rein. Ist immer noch in seinem Raum drin? Nein, nein, in seinem Auto steht er jetzt direkt davor, okay. Aber er geht nicht ins Auto rein. So. Das für ein Teufel.
habe hier zwei arbeitswütige Mexikaner mit im Zimmer, die sie gerade anmeckern, aber der steigt nicht in sein Auto. Siehst du, der steht jetzt da vorne. Der steht echt da. Hä? Mir gefällt sein Auto nicht. Was ist das denn? Verfolgen Sie ihn. Gut. Oh, was hört ihr für zwei? Okay, cool. Ja, noch zwei arbeitswürdige Mexikaner. Ja. Was backt denn das jetzt so rum? Weiß ich nicht. Es raucht doch noch eine, ey. Geh, steig in dein Auto ein. Ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt. Ich will einen Headshot verpassen. Quédate quieto. Ja, geil. Einfach mal verhört. Einfach mal verhört. Hey, bringt auch nichts. Oh Mann. Ja gut, gehört auch dazu, ne? Ein bisschen Bug muss sein. Ein bisschen Bug muss sein. Sonst wäre das Spiel sehr sorgenfrei. Frei. Wunderschön. Dann ärgert man den halt nochmal. Nochmal. Hoffentlich steigt er nicht mal in sein Auto. Ja. Oder sein Motorrad wie beim letzten Mal. Oh ja. Das war ja so schön. Vor allem er ist extra wegen mir stehen geblieben und ist zurückgefahren, um mich extra zu beobachten. Großes Kino. Na, wo ist er denn jetzt? Ich sehe einen Kerl, der wie der Assistent von Aichidos Agent aussieht. Was tun wir? Schnappen wir ihn, geht bei seinem Boss der Alarm an. Gute alte Beschattung. Beobachten wir, was er tut und wen er trifft. Bleibt außer Sicht. Sieht er uns, haben wir nichts. Geh in ein verschissenes Auto, dann kann ich nämlich schon direkt losrennen. Sieht besser aus, ne? Ja, ist eingestiegen. Und er fährt los. Jetzt ist alles wieder so dunkel. Okay, ich komme zu dir. Okay, okay. Wo ist der Gegner? Das kann jetzt nicht wahr sein. Markieren Hauptmann. Ah, dieser scheiß Hauptmann, der muss jetzt nicht sein. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mit dem Scharfschützen. Ja. Moment. Der Assistent geht in dieses große Gebäude. Der Agent könnte hier seinen Kartellkontakt treffen. Wir müssen die Unterhaltung abhören. Können wir uns da drin gut bewegen? Wir schicken eine Drohne und nehmen es auf. Ich will nicht entdeckt werden. Hä? Wo ist er denn? Oh, ich bin ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, ich bin näher dran. Probier's. Wir sind Feinde. Schaffst du das? Steht ein Typ. Vor dem Eingang. Ich habe einen Eingang gefunden und nichts ist. Aber ich glaube, ich bin auch noch ein Ticken zu weit weg. Die Drohne ist oben. So. Aha. Akku ist gleich leer. Kacke. Der Probotrag ist sehr wichtig für uns. Er tut durch die ganze
Und mein Akku ist leer. Oh. Kacke. Muss noch ein Ticken näher ran. Okay. Ach, da soll ich es aufzeichnen. Ja, ich bin Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Dezent so aufdringlich hingeflogen. Oh. Mein Akku. Kann ich nochmal? Einsatz fehlgeschlagen. Zeit abgelaufen. Oh, ich stand ganz falsch. Ich habe ihn gehört, aber ich habe ihn gar nicht aufgenommen. Oh, 4-2. Yay. Ah. Problem nicht wieder von vorne. Ah, nee, das nicht. Wir haben so einen Checkpoint. Checkpoint. Da stand ich ganz falsch. Oh mein Gott, nicht deine Ernst. Ist das da den ihr Ernst? Das ist ja ein übelster, beschissener Respawn. So, mal hier drüber klettern, Fettsack. Ich hoffe mal, dass das Wasser ist. Ah ja, das ist Wasser. Reicht es mir? Drohne fliegt. So. Also ich weiß, ich muss näher ran. Wo ist denn der? Da bist du. Da bin ich. Wo müssen wir hin? Kriegst du mit der Drohne in die Bibliothek? Ja, bin ich, ne? Und jetzt? So, Blitzreise erhalten. Was ist denn mit der Range in Rikard? Ziel markiert bei all seinem Umfeld im Auge. Ich sehe den Hauptmann. Ganz wie gewünscht. Der Pool wird für dich gestellt sein, wenn die Tour abgeschlossen ist. Ich hab's. 10 Sekunden noch. So, wir haben, was wir brauchen. Gehen wir. Bowman, wir haben El Chidos Agenten zu einem Treffen mit Santa Blanca verfolgt. Die Jungs vom Kartell verteilen großzügig Werbematerial. Es gibt einen Promo-Truck, der durch ganz Bolivien fährt. El Chido verschafft Santa Blanca viel Einfluss. Das ist der Propaganda-Truck. Also schatten wir den Promo-Truck aus. Holt lässt es gerne knallen. Es reicht nicht, den Truck hochzujagen. Oh, wieso es kann man diese blöde Drohne nicht abbrechen? Abrechnen? Tastenkreuz nach oben. Ich bitte Pacateri und sein Identity-Truck zu besorgen. Wenn er mit der Werbung zurück zum Lager fährt. Entschuldigung. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Die labern bei mir irgendwie noch. Ach so. Hey. Das habe ich glaube ich zu früh. Jetzt. Wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment für Elchidos Konzert gelagert. Ach ernsthaft, jetzt kommen wir die ganze Suppe wieder zurück. Hubschrauber. Wollen wir diesen blöden Hubschrauber? Den haben wir da. Der hier unten in der Stadt anscheinend. Ja, dann nehmen wir uns den da. Ohne Hubschrauber ist nämlich gar nichts. Das ist blöd. View. Wollte ich gerade sagen, warum läufst du da so gut dahin und ich laufe hier wieder so Mordsbogen? Keine Ahnung. Also, gibt's ja gar nicht. Mein TomTom-Navi wieder voll für den Arsch. So. Hi.
Ja, grüß dich. Hi, Charlie. Ja, super. Ah, nein. Ah, oh, Fettsack. Du mal wieder. Wir haben ein Lager ausgemacht, wo das Equipment fällt. Bist du dabei? Ja. Ja, klar. Okay. Sah nämlich gerade so aus, als wärst du noch unten gestanden. Cool. Okay, und zack in den Baum rein. Jawoll. So, nach 42 Bugs und 98 Fehlversuchen haben wir es jetzt endlich geschafft. Immer wieder eine schöne Landschaft. So, du dummes Flugzeug. Hier schauen wir mal geradeaus. Was ist hier? Grillparty? Eieiei. Alles noch okay? Alles noch okay. Jetzt kommt Fettsack hoch. Oh, okay. Da hat wohl jemand Geburtstag, ja? Ja. Neujahrsfeier. Gutes Neues. Wahllose Zerstörung. Oh, bist du schon mal mit dem Ding geflogen? Okay, du hast das Spiel ja noch nicht so lang. Nicht mit dem Hubschrauber, sondern mit. Mit dem Flugzeug. Ja. Katastrophe. Noch nicht. Ich kann's dir sagen. Es ist zum Kotzen. Ich fand's nur so lustig, muss dann geißen, hat das Ding auch noch landen. Denke ich so, ja, hoch krieg ich's, runter oder nee? Nee. Eine Kläranlage, ernsthaft? Kläranlage, ja. Also ich hätte Bock. Ich glaube, hier ist es gar nicht mal so schlecht. Jo, sieht gut aus. Oh. Oh. Auch nicht möglich. Ja, also, gut eingepackt. Ich will keine Beschwerden hören. Ja, ich glaube, der LKW-Fahrer fand es nicht ganz so lustig. So, dann gucken wir mal. Machen wir ein bisschen Looky Looky. Und wo müssen wir den? Wir müssen jetzt erstmal finden, den Typen, oder wie ist denn das nochmal? Das ist die Halle, in der der Truck geparkt ist. Ah ja. Gehen wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Ich glaube, da fehlen noch zwei, kann das sein? Mhm. Oder drei sogar. Ich hätte voll Bock, die zu erschießen, aber ich glaube, so cool ist es nicht. Ach was, wegkotzen. Macht immer Spaß. Ja, das stimmt. Sniper in die Hand und dann draufhalten. Ein Drecksack weniger. Boah, ich sehe sogar, wenn du einen erschossen hast. Ist doch cool. Schade. Nicht so stimmt. Was? Du wurdest entdeckt, oder wie? Ne, ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben einfach deine Leiche gefunden. Die Leichen von meine denen. Meine Leiche? Nicht deine, denen ihre. Also sagen, meine Leiche, okay, ich weiß. Oh, ich hier liegt einer, Baum entdeckt. Oh, ja, ich glaube, bei mir der letzte Schuss ging dezent an den. Achso, deswegen. Hast du 400 Meter von dem Ding entfernt? Spinnen die eigentlich? Also das ist immer der Wahnsinn, oder? Wow. Hast du das auch gerade gesehen? Nee, was war da? Da hat ein Blitz vor uns eingeschlagen. Oh, okay. Nö, nee, das habe ich jetzt nicht. Was ist der da? Sag jetzt bitte nicht, dass bei dir keine Blitze vom Himmel rasen. Nein. Was ist mir? Bei mir fängt es nämlich gerade zu regnen an. Oh, regnen habe ich auch. Aber er hat gerade zweimal geblitzt. Kommst du richtig? Die Drohne ist oben. Was?
Also diesmal So. nicht wegrotzen. Leider. Das ist die Halle, in der der Truck geparkt ist. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Ich habe so meine Bedenken, dass wenn wir den klauen, müssen wir doch irgendwie an den anderen vorbei, oder? Jo, ich glaube, wir sollten einen Weg aus freischießen. Dem Areal irgendwie freischießen, ja. Ja. Okay. Versuchen wir mal ranzupushen. Ah, den kann ich umnieten. Okay. Was denn? Der saß vor seiner Glotte und hat von sich geguckt. Und ist dabei glücklich mit einem Headshot gestorben. Das war äußerst auffällig, dass ich ihn da gerade erschossen habe. Aber ja. Ja. Also ich gehe mal so ganz rechts. Ja, ich werde noch ein bisschen in Deckung und nimm mal wieder meine Drohne, weil irgendwie habe ich hier welche auf meinem Schirm, Weg, der ja noch nicht dabei ist, ja. Ich nicht sehe. Ja. Ach nein, die gehen schlafen. Das ist eigentlich gut für uns. Das heißt, der Großteil von deinen Einheiten geht jetzt in Deckung. Versammelt sich an einem Punkt. Ah, oh, shit, 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 shit. Okay. Muss doch einer sein. Ne, die schlafen alle. Ja, genau, da hast du vollkommen recht. Da ist noch einer drin. Uns hätte gefährlich werden können, der hat gerade schlagartig einen Schlafanfall. Ne, mir fehlt noch einer. Ja, da drüben irgendwo, gell? Irgendwo. Die dumme Sau muss doch irgendwo sein. Kann doch nicht. Ist er im Gebäude, weil wenn er im Gebäude wäre, wäre es gar nicht mal so schlecht. Ja, ich glaube auch. Man sieht uns so oder so nicht. Ja, kannst du in das Auto einsteigen? Ah. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gerade. Jetzt habe ich ihn. Also wenn wir die zwei jetzt noch wegnatzen, dann wäre das ja mega nice. Nummer 1. Scheiße, scheiße. Fuck! Fuck! Ah. Mist, Mist! Ich dachte, der hatte nicht gehört! Ah. Du kannst-